unsere große Abenteuerwelt. Lehnt euch zurück und genießt den Ausblick auf Welten jenseits der Realität. Ihr werdet sicher viel Aufregendes entdecken, was der Spieler selbst testen und erleben wird. Links seht ihr unsere Dracheninsel. Dort könnt ihr in die Welt von Hicks und seinen Drachen ohne Zahn eintauchen. Der Vergessenen. Hier gibt es ganz viele Abenteuer, die ihr hier bei uns erleben könnt. Tobt euch zum Beispiel auf einem unserer Spielplätze aus. Hier setze ich mich gern auf die Wiese und genieße die Aussicht auf die Achterbahn auf der anderen Seite des Sees. Stehen es einem den Kopf zu verdrehen. Da recht seht ihr, was ich meine. Hier könnt ihr euch im Kreis drehen, Kopf überhängen und dann mal versuchen, euren Namen rückwärts zu buchstabieren. Viel Spaß dabei! Seht ihr mein Abenteuerzelt? Alle Infos und Showzeiten findet ihr auf den Tafeln im Park. Transsilvanien. Hier ist nichts aus dieser Welt. Limit und Big Loop. Bei denen geht's genauso kreuz und quer wie bei meinen spektakulären Reisen. Manchmal müssen wir hier halten. Lohnt sich aber. Denn bei einem Stopp könnt ihr den Abenteurern von Limit und Big Loop direkt ins Gesicht schauen. Sensationell ist Scream, der größte Geodrop Tower der Welt. Mit dem wird die Schwerkraft null und nichtig. Probiert's aus. Gern auch für den Anfang auf Screamy, dem kleinen Bruder nebenan.
Seefahrers, nehmt euch vor dem Flug der Dämonen in Acht. Die kommen aus der sechsten Dimension und beherrschen meisterhafte Sprünge. Selbst ich bin ihnen vor einem Jahr nur knapp entkommen und halte die Bahn seitdem für den reinen Wahnsinn. Wer so viel Action erlebt, muss zwischendurch richtig reinhauen. Entert unseren Piratenburger. Dort gibt es unfassbar leckere Burger und alles, was dazugehört. Ihr könnt direkt in der Taverne oder draußen Platz nehmen und weiter die Aussicht genießen. Oder besucht mich gleich in meiner Villa, dem Abenteuerhotel. Hier ist jeder Raum besonders. Ganz groß ist das Kinderprogramm mit Schatzsuche, Indoor-Spielplatz und Sultans Spaßbad. Dort drüben. Dort liegt das Peppa Pigland. Trefft Peppa und erlebt 4 aufregende Attraktionen für die Kleinsten. Seit ich den Wikinger Hicks und den Drachen ohne Zahn kenne, bin ich geradezu verrückt danach, aus wilden, feuerspuckenden Ungeheuern liebe Schmusetierchen zu machen. Wenn ihr wissen wollt, wie man Drachen reitet, erlebt Drachenzähmen die Insel. Hier lernt ihr einfach alles. Sogar, wie man einen Kampf zwischen Feuer- und Eisdrachen entkommt. Als ich mal Teil des Himmels werden wollte, bin ich auf den Aussichtsturm da vorne gestiegen. Der hat mich immerhin 75 Meter näher an die Venus gebracht und mich mit einem grandiosen Rundumblick belohnt. Wilde Westen. Da fliegen euch aber keine Kugeln in die Ohren, sondern da trainieren kleine Abenteurer ihren Mut. Oder treten eine Fahrt mit dem Heidepark-Express quer durch den Park an. Ah, da vorne rechts. Schaut mal genauer hin. Sitzt jemand drin? Winkt doch mal. Das ist nämlich die zweite Einschienenbahn. Die Panoramabahn. Die früher mal bis ans Ende der Galaxis reichte. Heute fährt sie durch den anderen Teil des Parks. Seht ihr meine Lagerhalle da ganz hinten? Nein? Ihr solltet sie euch unbedingt anschauen. Denn hier erlebt ihr die ultimative Geisterjagd. Ich habe die weltberühmten Ghostbusters gerufen, damit sie meine Lagerhalle von lästigen Schleimgeistern befreien. Schließt euch dem Team der Ghostbusters an, fahrt gemeinsam im Einsatzwagen Ecto X durch eine Lagerhalle und erlebt ein einmaliges Abenteuer der fünften Dimension. Thank you.
Wenn ihr jetzt noch in die Ferne schaut, könnt ihr den Helikopter von Delta sehen. Die beschleunigt von 0 auf 100 in 2,4 Sekunden. Und von einem Auto ist es auch nicht schneller. Leider ist die Fahrt vorbei an den schönsten Abenteuern an dieser Stelle zu Ende. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Wenn ihr noch Fragen an mich, Jörg Explorus, über das Leben eines Abenteurers habt, könnt ihr mir sie gerne stellen, wenn ihr mich im Park seht. Jetzt bleibt bitte noch so lange sitzen, bis der Zug vollständig zum Stehen gekommen ist und die Türen auf der rechten Seite geöffnet sind. Gebt beim Aussteigen Acht auf eure Köpfe, denn eine Beule ist keine Fantasie. Ich wünsche euch einen erlebnisreichen Tag im Heidepark-Resort.